Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu The Last of Us Part 2. Das ist unser dritter Teil. Den ersten hatten wir ja als großen, fetten Livestream gemacht mit über 4 Stunden. Und ja, danke auch schon mal an alle, die das letzte Video, den letzten Teil bewertet haben von The Last of Us. Und wir sind jetzt also in Teil 3 angekommen, machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben, keine Frage. Und ja, versuchen einfach mal mit Attacke hier noch unten und sehen mal, wie es weitergeht. Und ich würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr dieses kleine Projektchen mit bewertet und unterstützt. Und damit geht's weiter. So, und das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass sie hier runterrutscht. Mir geht's Aber gut. weiter soll Na es los. gehen. So. Dann lasst uns mal sehen, wo wir am besten hinmarschieren. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir haben ja in der letzten Folge zum ersten Mal diese Fallen erlebt. Wo die Beißer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Infizierten dann auch durchgelaufen Ja, sind. das wäre gut. Wir haben einen Panzer. Gibt es hier irgendwas? Obwohl, Ja, guck mal. wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Also eigentlich muss man bei Was, dem wenn sie nicht lesen können? Spiel wirklich Dann eben überall Zeichnung. hinlaufen, wo man Ein nur hinlaufen Fuß, kann. der über was stolpert und ein großes Feuer. So. Gehen wir erstmal hier durch. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Aber ich glaube, wir müssen eh auf die andere Seite, Ich habe oder? meinen Freund von Joel getroffen. Eine ganze Stadt verändert. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das. Hey. Da. Okay. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Mal gut, dass sie den linken Sie hat Arm was mit oben den hat und Brust nicht zu den tun? rechten. Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Kommen wir hier durch? Nee. Da kommen wir nicht durch. Ach, guck mal, das ist ein Krankenwagen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Aber erstmal gehen wir natürlich hier hin. Jetzt nicht kann hier drin. So. Schön einsammeln. Und mal wieder ein Brief, wie immer. Davon gibt es ja hier ohne Ende, bei The Last of Us. So, lesen werde ich den jetzt nicht. So, jetzt gucken wir nochmal kurz die Waffen, dass wir die alle soweit vollgeladen haben. Die sind alle vollgeladen. Gut, dann nehmen wir standardmäßig trotzdem erstmal diese und laden die natürlich auch nochmal voll. Okay, Krankenwagen, wo war der? Der war doch irgendwo hier drüben. Hier rüber gesprungen? Nee. Manchmal ein bisschen nervig. Es gibt so viele, so viele Stellen, wo wir irgendwie nicht so richtig rüberkommen. Aber ansonsten scheinen auch alle. Ach du Oh, Scheiße. gutes Pferd. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Oh. Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Gut, dann wollen wir weiter. Zack. Aber erstmal will ich hier Richtung Krankenwagen. Vielleicht findet man hier Medizin, wobei das Ding ist ja auch schon extrem zugewachsen hier alles. Also es sieht ein bisschen aus, als wenn wir da noch reinkommen. Da haben wir was. Haben wir allerdings voll. Na gut, wenn wir hier so ein Ding noch herstellen. Komm, dann machen wir noch mal einen so einen Teil fertig. Zack. Dann können wir auch gleich noch mal das Ding mitnehmen. So. Irgendwo rein noch ins Auto? Nee. Okay. So, Dina, wir müssen weiter. Sind wir hier auf der richtigen Seite? Ist, glaube ich, erstmal egal. Obwohl. Doch, ich denke, wir müssen nach vorne gleich. Wieso ist diese Stadt so demoliert?
In Boston So, war ich wollte noch einmal kurz schnell was gucken bei den Untertiteln. Ich hatte das eigentlich eingestellt, dass das alles Namen, Farben und so weiter. Aber das nicht so, oder? jetzt hat er es übernommen, glaube ich. In Ja. Boston war auch kein Bürgerkrieg. Okay, jetzt hat er es übernommen. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Siehst du den TV-Sender? Aber irgendwie nicht so richtig. Müsste denn nicht auch eigentlich die Richtung brauchen wir nicht? Namen. Zeigt den Namen der Sprecher in der Untertitel. Okay, egal. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ja, er ist da lang. Da lang was? Bergauf. Bergauf, okay. Ach Mensch. Wow. Mehr Tote. Mehr Erschossene. Aber ohne Ende. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Stein haben wir nicht. Das Bitte, heißt, er wir ist da können durch. den mal vor sich selber noch einpacken. Können wir immer gebrauchen. Hier durch. Da kommen wir nicht durch. Das war klar. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Also wieder ein Weg außen herum. Und ist der Weg nicht zu weit? Da kommen wir hier schon oben rüber. Nee, aber wir kommen hier durch. Stopp! Was? Ah! Jo, Stolperdraht! da ist eine Sprengfalle. Shit! Gute Augen. Da vorne sind auch noch welche, da und da. Die sind Das heißt, der überall. einzige Weg führt, Wahrscheinlich für Infizierte. da ist auch eine, Trotzdem. führt dann nur hier durch, Ein würde ich falscher sagen. Schritt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Okay. Wahrscheinlich hat derjenige, der das hier aufgebaut hat, jetzt auch das Scheppern der oder das Klirren der Scheibe gehört. Ay, guck mal, hier ist ja wieder ein paar mehr Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Hier scheint es erstmal nichts zu geben auf den ersten Blick. So. Da vorne kann man durch, aber wir gucken uns erstmal weiter um hier. Steine sind natürlich voll. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Also hier Griff. ist auch alles Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. gesichert. Das wäre dann der Silberstreif. Hier sieht das soweit gut aus. Wir lassen trotzdem erstmal das Licht an. So, eine Werkbank, da können wir ja noch mal ein bisschen was machen. Wir haben ja schon mal eine Waffe ein bisschen bearbeitet. Ich weiß gar nicht, welche das war. Diese hier. Geringere Reichweite, hohe Feuerrate und annehmbare Genauigkeit. Wir verbessern die einfach mal, würde ich sagen, nochmal. Feuerrate war ja schon verbessert. Das finde ich übrigens ganz nett. Das sieht ganz cool aus, auch wie sie es hier verbessern. So, Feuerrate haben wir schon. Stabilität würde noch gehen. Um die Waffenabweichung zu verringern, bringe einen Kompensator an, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Dann hätten wir weniger Rückstoß und eine bessere Genauigkeit. Und die Magazinkapazität wäre natürlich auch geil. Ich glaube, wir machen erstmal die Magazinkapazität. Wenn wir noch genug haben, dann würden wir auch die Geschichte mit der Genauigkeit nochmal machen. Aber größeres Magazin ist schon mal etwas nicht Schlechtes. So. Dann haben wir jetzt noch. Achso, der hat gerade die Waffe weggelegt. Beziehungsweise sie. Okay, das können wir noch machen. Und wir können den Rückstoß. Ja, dann machen wir das auch nochmal. Ups. Also die Waffe müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir die nicht weggeben. Dass wir die nicht irgendwann versehentlich weglegen oder wie auch immer. Ah, guck mal. So, können wir da noch etwas machen? Haben wir noch genug? Ne, aktuell nicht. Wir haben nicht genug Schrauben. Die Stabilität könnte man noch verbessern. Dazu brauchen wir aber noch 30 von den Schrauben. Aber okay, wir haben erstmal die Waffe noch ein bisschen verbessert. Ja, wir müssen natürlich hier echt aufpassen, dass wir hier nicht in so eine Falle irgendwo reintapsen. Das wäre, könnte sehr schnell, sehr tödlich enden. Ach, diese scheiß Puppendinger hier, die haben mir erschrocken gerade. Gut. Hier wäre es das, glaube ich, ansonsten. Ich weiß nicht, können wir hier irgendwas rausholen aus der Vitrine? Da unten ist voll angezeigt irgendwo. Das war ein Lappen. Ansonsten kriegen wir da nichts. Was können wir denn aktuell noch herstellen? Wieder nur diese Geschichten.
Nee, das wollen wir nicht herstellen. Okay, Dina, dann lass uns mal weiter gucken, dass wir hier irgendwie noch weiter vorankommen. Also ich denke mal, wir müssen hier hinten auf jeden Fall durch. Würde ich jetzt mal so vermuten. Gehen erstmal hier durch. So, dann sind wir da schon mal um diese Hürde drumherum. Da kommen wir auch nicht durch aktuell. Dann vielleicht hier lang. Das hohe Gras macht mich nervös. Da ist auch eine, aber ja, das ist auch gut. Die sind schwerer zu sehen. Wir kommen ja über den oder über die LKWs. Oh, okay, da kommen wir anscheinend nicht rüber. Mehr von dem Zeug. Hängen wir jetzt in der Falle, oder? Da ist ein Zaun, hier ist ein Fenster. Kommen wir da nicht durch? Okay. Das war noch nicht kaputt. Jetzt ist es kaputt. Jetzt kommen wir da auch durch. Na, guck mal, da ist wieder ein Loch, wo wir durchkommen. Ah, jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren. Die gleiche Werkbank. Na toll. Das hat sich ja jetzt richtig bezahlt gemacht. Frage ist nur wirklich, also ich hatte jetzt echt vermutet, dass wir hier über diesen LKW springen müssen. Wir probieren es einfach nochmal. Laufen und... Nee, die kommt da, zumindest kommt sie da nicht hin. Also entweder schaffen wir das nicht, weil wir zu blöd sind, oder es ist wirklich so, dass wir da nicht rüber müssen. Einen Anlauf versuchen wir noch. Und? Nee, okay, kommt sie nicht hin. Achso, wir kriegen die doch geöffnet, tatsächlich. Ich hatte vorhin einmal drei gedrückt, aber da ging es nicht gut. Vielleicht können wir da unten durch. Auch schick. Dann gehen wir halt hier unten durch. Auf welcher Seite wir rausgehen, ist glaube ich egal, würde ich jetzt mal sagen. Komm, Dina. Hab vor, die Waffe nochmal neu nachladen. Ja, wir haben leider nur für die verbesserte Waffe 5 Schuss und ich sehe, da ist schon wieder das Zaun vorne. Sehe ich doch richtig, oder? Oder sehe ich das falsch? Kommen wir da vielleicht unten durchgekrochen? Ah. Oh, da ist wieder so eine Sprengfalle. Dann müssen wir da lang. Dina, komm! Also ich will da nicht unbedingt durchlaufen, durch so ein Teil. Oh, hier ist noch mehr. Dann ist jetzt die Frage, wie kommen wir hier weiter? Da ist der TV-Sender. Da müssen wir nur erstmal hinkommen, Mädchen. Kommen wir hier zufällig hoch? Nee, oh, da vorne ist ein Zaun, sehe ich gerade. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Irgendwo an diesem LKW können wir da auch unter durch vielleicht? Ich glaube, da kommen wir nicht rum. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob wir... Moment mal. ...das Ding nicht springen können. Ah, genau das wollte ich nämlich auch versuchen. Ganz ruhig. Wie sonst sollen wir da durch? Genau das wollte ich auch versuchen. Glaubst du, das hat jemand gehört? Ich hoffe nicht. Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Was ist das? Also das ist nur so eine Wand. Da kommen wir auch nicht rüber. Das heißt, ich denke, wir müssen die nächste Falle wegspringen. Geh mal weg, Dadina. Toll. Und ich treffe natürlich nicht. Kannst du nochmal? Wieso geht das bei mir nicht kaputt? So, weil das wäre ja jetzt, würde ich mal sagen, die einzige Möglichkeit, wie wir da noch durchkommen. Aber warum nicht bei mir? Dann muss ich mehr an die Seite. Jetzt läuft die mir hier vor die Flinte. Das geht nicht. Dina, sag mir, was wir tun sollen. Bei mir geht's nicht kaputt. Aber warum nicht?
Wir müssen ja irgendwie hier vorbeikommen. Ich will jetzt auch nicht mit einer Waffe drauf schießen, weil Munition ist auch Mangelware. Aber jetzt geht's. So, einen Stein nehmen wir uns trotzdem noch mal mit. Den können wir immer gebrauchen. Okay. Oh, hier ist sogar ein bisschen Blut. Kommen wir hier die Treppe hoch? Ne, die Treppe nicht, aber zumindest hier. Oh, 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 oh. Ruhig, ruhig, ruhig. Ui, 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 ui. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Okay, weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück und versuchen unser Glück, indem wir da den Stein nochmal rüberschmeißen. Aber ob das jetzt sowas wert? Das war natürlich nichts. Haben wir noch irgendwo einen Stein liegen? Da haben wir auf jeden Fall eine Falle. Okay, dann müssen wir noch mal gucken. Steine, Steine, Steine. Auch die werden langsam Mangelware. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ein großes Problem. Da ist auch ein Stein. Flaschen haben wir dazu übrigens auch noch. Gut, dann müssen wir noch mal dahin und mal gucken. Warte mal, kann ich die nicht irgendwie... Könnte man die nicht mit so einem Ding irgendwie hochladen? Schockbombe anfertigen, Sprengfalle anfertigen? Das Ding ist ja... Warte mal, die sind ja da, die Fallen. Hier kommen wir, glaube ich, aber nicht hin in die Richtung, ne? Das wird nichts, glaube ich. Ne, die fliegt zu weit. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass man auch nicht über die Absperrung hier rüberlaufen kann. Aber guck mal, ach, da vorne kommt man hoch. Alles klar, ich sehe es gerade. Hier kommen wir nämlich auch noch nach oben. Hätte mich nämlich gerade gewundert, wie wir da an die Steine rankommen, die hier vorne liegen. Oder Flaschen in dem Fall. Da ist auch noch was. So, das sollte ja wohl... klappen. Das ist nicht gerade unauffällig. Sind beide hochgegangen? Ja. Alles klar. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Okay. Aber jetzt, das haben wir nicht. Wir kommen hier auch wieder nicht durch. Wahrscheinlich nicht. Mann, ich muss da. War klar. Dann würde ich sagen, müssen wir hier nochmal rüber. Immer außen rum. Kennt man ja von solchen Spielen. Ob das nun Last of Us ist, ob das Uncharted ist, ob das Tomb Raider war. Das ist ja wirklich immer so gewesen. Aber bevor wir da jetzt die ganze Munition verballern, würde ich eh sagen, stellen wir erstmal auf den Revolver um. Okay, da ist also der Sender. Da ist er. Leise jetzt. Zu. Scheint leer zu sein. Ich hoffe. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch ich würde erstmal sagen, wahrscheinlich irgendwo hier lang. Das lädt ja schon immer ein, solche Geschichten bei diesen Spielen. Da weiß man immer schon, okay, wir müssen irgendwo klettern. Das sieht man meistens ja schon. Okay. Oh, was haben wir da? Ich dachte, das ist eine Kamera, aber das sieht... ist keine Kamera, aber... wir haben hier wieder jemand... Fotos. Das ist natürlich ein geiles Gewehr vom Ding her, aber dann würden wir das Gewehr halt weglegen. Und das ist das Problem. Das wollen wir nicht wegpacken, weil wir da mehr Schuss haben. So, gibt es hier Munition drin? Das sind zumindest leere Munitionskisten. Da ist noch ein Toter. Wieder ein Gewehr. Oder? Nee. Oh. Das ist eine Tote. Und die hat da irgendwie Pfeil in sich. So. Ah, guck mal, da vorne ist ein Fenster, da kommen wir hoch. Und da ist auch ein Seil. Dann würde ich sagen, nutzen wir das doch mal direkt. Machen schon mal die Taschenlampe an. Weil da drinnen wird es dunkel sein.
So. Der leere Sender. Also ich persönlich würde ja zum Beispiel, wenn ich hier hochgekrabbelt bin, würde ich ja das Seil eigentlich nach oben ziehen. Denn so kann man wenigstens sicher sein, dass da keiner hinterherkommen kann. So, ist Dina schon da? Ja. Oh ja, schöne. Oh, hier haben wir was drin. Das Ding müssen wir einmal kaputt schlagen. Das finde ich zum Beispiel auch wieder ganz nett an dem Spiel, dass man halt hier Sachen kaputt schlagen kann. So, das kriegen wir nicht mit. Nee, das ist voll. Ah, guck mal, wir können auch mal so ein Ding fertigen. Das ist schon mal perfekt. Das ist perfekt. Können wir nicht eigentlich auch noch... Nee, da können wir aktuell nichts lernen oder fertigen. Okay. Spieglein, Spieglein an der Wand. Guck mal, ein Becherchen hat sie auch mitgenommen. Man weiß ja nie. So. Oha. Also der Sender sieht zumindest soweit erstmal leer aus hier. Scheiße. Sei vorsichtig. Wie hat sich das bewegt, als ich hier aufgetreten bin? Nehmen wir die Axt mal noch mit. So, werfen wir mal einen Blick nach unten. Geht auf jeden Fall schon mal ziemlich weit nach unten. WLF, okay. Kopf einziehen. Was war das? War sie das? Anscheinend. Es klang, als wenn da jemand kommt. Kommt aber anscheinend keiner. Kommen wir hier rein? Jawohl. Ich glaube, wir müssen sogar hier rein, oder? Nee, das ist halt nur eine Kammer. Oh, guck mal, hier haben wir ein bisschen was zum Einsammeln. Das ist schon mal sehr gut. Zack, zack. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Wir das da unten nicht? Nee, ne? Nee, das kriegen wir nicht. Da war aber noch was. Okay, wir können wieder was Neues herstellen. Das sehen wir unten immer an dem Symbol. Und da machen wir auf jeden Fall nochmal das Medikit, weil das können wir immer gebrauchen. Axttechnisch können wir was machen. Nahkampfwaffenverbesserung. Verleiht der Nahkampfwaffe volle Haltbarkeit und erhöht den Schaden. Rezept erfordert. Bindung, Klinge und Nahkampf. Okay, das Ding machen wir auch mal fertig. Perfekt. 1 von 1. Dann haben wir schon mal eine super starke Axt. Die können wir immer gebrauchen. Ah, guck mal, hier können wir auch was Neues lernen. Rauchbomben anfertigen. Das erlernen wir dann auch mal auf die Schnelle. Okay. So. Können wir eigentlich die Axt auswählen? Ich glaube, die wählt sie, glaube ich, automatisch, ne? Ja, da hat sie eine Hand. Wenn man schlägt, alles klar. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann gucken wir uns mal hier um. Da kommen wir definitiv nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Hier geht es aber auch nicht so nach oben, glaube ich, oder? Nee. Guck mal, jetzt zeigt er uns das Einsammeln auf einmal doch an. So, wir haben das, die Flasche voll, aber egal, wir machen da nochmal eine Rauchbombe. So, jetzt können wir das einsammeln. Okay. Hier kommen wir nach oben, siehst du. Taschenlampe schon mal anmachen. Bevor wir ins Dunkle. Ach du Scheiße! Da hinten ja die ganzen, die sich da jetzt freiwillig aufgegangen haben, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir das noch. Okay, Channel E3. Ach du. Definitiv nicht, Tommy. Also hier gibt es erstmal nichts. Der Wasserspender, funktioniert der? Der ist wahrscheinlich sowieso leer. Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Alter Schwede. Gerade erst passiert. Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Aber halt die Augen offen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo fangen wir an, uns umzugucken? Das ist ja wieder ein riesen Dings hier. Die Tür ist wahrscheinlich, die kriegen wir nicht auf. Nee. Ich würde sagen, ich gehe erstmal da vorne hin. Das war das erste, auch was ich gesehen hatte eigentlich. Hier mal rein. Ah, guck mal. Hier ist die Sendezentrale, wenn man das so nennen möchte.
Oh, wir haben bisher Werkzeug wieder ein paar Schrauben bekommen. Die brauchen wir natürlich, um den Rest unserer Waffe da erstmal anzufertigen. Oh, guck mal hier. Auch nochmal Revolvermunition. Was ist da unten? Ne, das können wir nicht einsammeln. Okay. Ist hier irgendwas Schönes? Aber nicht wirklich. Oh, hier ist wieder so ein dunkler Raum, hätte ich gerade gesagt. Dunkle Ecke. Los, mir nach. Hier nach? Ja, ich komme ja schon. Ich muss ja erstmal gucken. Und die Treppen hoch. Ist ziemlich laut. So. Warte, ich komme gleich hinterher. Hier ist noch was zum Einsammeln, Mädchen. Du bist mir zu schnell. Also wie gesagt, Last of Us ist natürlich, man muss hier looten ohne Ende, wie man so schön sagt. Also alles einsammeln. Alles durchsuchen vor allem am besten natürlich erstmal. Oh, hier ist schon wieder ein neues Gewehr. Also mittlerweile bin ich echt dabei. Ah, okay, die nimmt einfach, die nimmt gar nicht das Gewehr mit, die nimmt einfach nur die Munition raus. Perfekt. Das hätte ich auch mal vorher wissen müssen. Ich dachte nämlich immer, dass sie dann direkt das Gewehr auch wechselt. So, noch ein bisschen was. Ich denke mal, was wir hier nicht finden werden, ist wahrscheinlich eine Werkbank. Aber wir finden hier Materialien ohne Ende. Die können wir alle gebrauchen. Früher oder später. So, hier war auch noch irgendwo was. Da. So, bevor ich jetzt da hinten weitergehe, gehen wir erstmal hier durch die Lücke. Ich habe ein ganz... Okay, das war Dina gerade. Ich hatte eben schon ein bisschen Schiss bekommen. So. Gucken wir weiter. Also eine Werkbank wäre jetzt natürlich das Optimale. Dann könnten wir, wie gesagt, den Rest dieser einen Waffe auf jeden Fall verbessern. Der Tisch ist nix. Da ist nichts drauf. Hier soweit auch nicht. Dann gucken wir hier nochmal. Ach, da haben wir noch was. Das ist voll. Das ist jetzt die Frage, hier wieder runter, macht glaube ich keinen Sinn, ne? Also. Lass uns abhauen. Ja, und ab, Dina, du hast recht. Die guckt so nervös. Hat die hier irgendwo was gesehen oder gehört? Ich habe keine Ahnung. So, dann ist man bei dem Revolver auf jeden Fall. So, genau. Da hinten sind wir ja hochgekommen. Also. Ich ahne schon, wo wir lang müssen. Da, ich sehe da schon. So, die wird sich zwar ergeben. Ich habe es geahnt, dass wir hier durch müssen. Nicht durch die Tür, sondern da außen rum. Wobei. Ja, habe ich mir gedacht. Da oben. Ah, super, noch eine Leiche da oben. Das gefällt mir nicht. Oder oben. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lia finden. Nur oh Mann. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal rum. Sei hier vorsichtig. Und vor allem auch wieder rein. Das ist schon mal gut. Okay. Können wir nichts öffnen? So. Oh nein. Ich habe, glaube ich, die Waffe jetzt gewechselt. Das ist das, was ich vorhin meinte. Hat jetzt die Waffe weggelegt? Nee, das ist meine aufgemotzte Waffe eigentlich, oder? Ich glaube, die hat wirklich nur die... Ich glaube, die nimmt nur die Munition raus. Okay, ich hatte jetzt echt gedacht, dass die Waffe gerade gewechselt hat. So, ein paar Tote haben wir ja auch schon wieder. So, guck mal hier. Oh, Gold. Das sieht ja... nett aus, das Ding. Pumpgun. Neue Waffe. Das ist die Pumpgun. Die nehmen wir dann einmal. Zwei Schuss aktuell nur. So, da behalten wir erstmal den Revolver, wie gesagt. Dann gucken wir uns mal hier um. Hier scheint es aber auch soweit nichts zu
zum Einsammeln zu geben. Das ist derselbe Raum. Hier gibt es bestimmt was. Ah, guck mal, unter anderem wieder eine Sammelkarte. Okay. Dann da vorne, glaube ich. Ne, das ist das Licht, was da leuchtet. Blendet. So. Wohin jetzt? Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Der Fahrstuhl? Nee. Ich glaube, wir müssen wieder außen weiter, ne? War das nicht so? Also, wir sind ja hier gerade reingekommen. Guck mal, da vorne ist so ein Brett, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da hochgesprungen kommen. Deshalb ist jetzt aktuell die Frage. Dina, hast du eine Idee, wo wir weiterkommen? Das war der Fahrstuhl. Das war die Tür. Warte mal, jetzt hat er die Tür angezeigt, ne? Ja. Okay, also kommen wir doch rein. Kommen auch nur in eine Richtung, das ist schon mal relativ erfreulich. Und ja, bevor wir jetzt diese Treppe weiter hochgehen, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Bewertet gerne auch dieses Video und ja, seid beim nächsten Video wieder mit am Start. Ich sage erstmal Tschüss und Ahoi, euer Magimau.